Hallo meine Freunde, herzlich willkommen bei Abenteuer Hinterland. Ja, eine Woche war ich jetzt krank, erkältet, ganz weg ist es noch nicht. Aber ich habe mir gedacht, heute bei diesem Wetter, auf dem Sonntag, ich muss jetzt unbedingt mal raus. Und wenn es nur ganz kurz ist, allzu schwere Anstiege werde ich wohl noch nicht machen können. Ich fühle mich noch nicht 100% fit, aber so ein bisschen das Ambiente genießen. Ich habe mal meinen Camcorder mitgenommen. Vielleicht sieht man ja mal hier das ein oder andere Tier. Eine kleine Stromerrunde und wenn ihr Lust habt, seid ihr natürlich wieder herzlich eingeladen. Und ja, ich gehe mal weiter. Ja, ich musste gerade mal einen Akkuwechsel vornehmen. Ich muss sagen, wir haben jetzt wieder so ein Wetter. Da weiß man gar nicht, was man anziehen soll. Ich habe gedacht, da ich erkältet war, ziehe ich mal einen Fließpulli an oder darüber diese Fließjacke. Die hat ja nochmal so ein extra Teddyfutter hier, was ich übrigens sehr gemütlich finde. Aber es ist einfach zu warm, wenn man sich jetzt hier ein bisschen bewegt im Wald. In den letzten Tagen hatten wir Frost und jetzt ist es schon wieder irgendwie so feucht mild. Und da weiß man nie, was zieht man genau an. Naja, egal. Sollte es richtig anfangen zu regnen, ich habe noch einen Poncho mit bei. Ja, wettertechnisch bin ich also auf der sicheren Seite und ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen hier rumstromern. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr könnt das auf der Cam erkennen. Da hinten ziehen die Wolken hier durch die Wälder, das liebe ich. Das ist so richtig, finde ich, Wetter, um rauszugehen. Also allein optisch, was man da für Aufnahmen machen kann und so. Hier und da hört man Regentropfen. Fantastisch. Ja, dieser Wald hier hat wirklich irgendwie was Magisches und an dieser Stelle möchte ich mal den Brummer grüßen. Erstmal danke für deine vielen Kommentare, die du mir schon geschrieben hast. Und du hast in einem meiner letzten Videos geschrieben, dass man in meinem Wald hier, ja, er gehört ja nicht mir, aber in meinem Heimatwald, dass man hier Märchenfilme drehen könnte. Das könnte man mit Sicherheit machen, aber dieser historische Hintergrund ist hier auch noch gegeben. Hier sind nämlich zahlreiche Märchen entstanden in meiner Umgebung. Ich benenne jetzt mal den Umkreis so von 40, 50 Kilometer. Nicht weit von mir ist der Burgwald dort. Das soll der Riesenwald sein, wo sich Hänsel und Gretel verirrt haben. Die Geschichte von Hänsel und Gretel. Dann Rapunzel. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Rotkäppchen jetzt auch da mit bei war, das weiß ich nicht. Jedenfalls viele Sagen und Märchen stammen hier aus dem Hinterland im Kreis Marburg. Und ja, und das ist irgendwie schon ein schönes Gefühl, hier in den Wäldern rumzustreifen, wo solche Märchen entstanden sind. Das ist einfach herrlich und natürlich könnte man hier einen Märchenfilm drehen. Und schöne Grüße zu dir, Brummer. Und danke für deine vielen Kommentare. An dieser Stelle auch danke natürlich an allen anderen, die mir fleißig immer wieder Kommentare schreiben. Ich bedanke mich recht herzlich dafür und natürlich auch fürs Reinschauen. Schau dich mal diesen herbstlichen alten Waldweg an. Es ist leicht am Regnen. Ich habe schon den einen oder anderen Spaziergänger gesehen, aber die sehen mich nicht. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie leicht oder wie nah man an den Leuten ist, aber die kriegen einen gar nicht mit. Das macht mir auch immer wieder Spaß. Ich gehe ja wegen dem Wald, wegen der Natur hier raus.
und nicht um irgendwelche Menschen zu treffen. Und ja, mir macht das immer richtig Spaß, unerkannt hier durch die Wälder zu streifen. Ja, meine Freunde, das ist ja für mich hier in den Wald gehen. Also wenn ich in den Wald gehe, dann möchte ich nicht an den stark frequentierten Wanderwegen entlang gehen, sondern ich gucke immer, dass ich so querfeldein ein paar schöne Ecken finde. Dazu muss ich sagen, hier ist kein Naturschutzgebiet, das heißt, ich darf hier querfeldein gehen und ich passe immer auf, dass ich keine kleinen Bäumchen oder Farnkraut oder so kaputt trete. Da muss ich übrigens sagen, ich möchte keine Kanalnamen nennen, aber wenn ich mir manche Survival-Kanäle angucke, wie die mit der Natur umgehen, das finde ich unverantwortlich, das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Die bauen sich ganze Hütten im Sommer aus Farnkraut, das wird irgendwo rausgerissen und das finde ich absolut nicht in Ordnung. Und da muss ich wirklich sagen, die haben mit Natur rein gar nichts zu tun. Die benutzen ihre Natur nur für ihre Videos und das, da bin ich kein Freund von. Also ich gehe in die Natur, um die Natur zu präsentieren, um die Natur zu zeigen. Und ich bin eigentlich nur der Vermittler. Hauptdarsteller ist auf meinem Kanal die Natur. Und die sollte man hegen und pflegen. Viel haben wir davon nicht mehr. Ja, an dieser Stelle möchte ich erwähnen, ich weiß mittlerweile von 3 Leuten, die meine Hinterländer Trapperpfanne nachgekocht haben. Und gestern hat mir jemand Bilder geschickt. Ich weiß nicht, ob ich seinen Namen nennen darf, deswegen lasse ich den Namen jetzt mal beiseite. Aber du weißt ja genau, wen ich meine. Erstmal herzlichen Dank dafür. Und der hat sich wirklich so eine riesen Pfanne gemacht. Hinterländer Trapperpfanne XXXL. Das war wahrscheinlich für die ganze Familie. Das war bestimmt so für 4-5 Personen hat das gereicht und das macht mich ein wenig stolz. Ich hoffe, es hat dir wirklich auch gut geschmeckt und ja, Dankeschön an dieser Stelle auch für die beiden Bilder, die du mir geschickt hast und schöne Grüße nach Biedenkopf. So viel darf ich doch verraten. Als ich jetzt die Woche krank war und zu Hause gelegen habe, habe ich viele Videos aus Kanada, Schweden, von den Leuten da, die da in der Natur unterwegs sind, geschaut. Und da muss ich sagen, da kriege ich immer Herzbluten, was die für eine Freiheit haben. Zum Beispiel hier würde ich jetzt auch liebend gerne mal einen Tipi hinstellen, einen Zeltofen rein. Aber diese Freiheit haben wir leider hier nicht. Ne? Ja, da muss ich leider immer schon mit Herzbluten zuschauen, was die für eine Freiheit haben und vor allem, was die noch für unberührte Natur haben. Ja, würde ich gerne mittauschen. Schweden wird mir schon vollkommen ausreichen, in Schweden zu leben. Aber ich glaube, dazu fehlen mir erstens die Mittel und zweitens bin ich auch nicht mehr der Jüngste. Also ich glaube, das wird ein Traum bleiben. Vielleicht schaffe ich es, wenigstens mal irgendwann da Urlaub zu machen. Naja, mal schauen. Jedenfalls beneide ich diese Leute im positiven Sinne. Kein böser Neid oder so. Das ist ja in unserer Gesellschaft meistens so. Aus Neid ist sehr schnell auch Hassneid. Und ja, ich möchte eigentlich nur in Harmonie leben. Und wenigstens habe ich hier noch ein bisschen Wald. Boah, jetzt kommen hier richtig die Wolken. Das liebe ich. Genau vor einer Woche habe ich auch ein Video gemacht und ich komme jetzt gleich hier unten auf diesen Waldweg, wo Bäume gefällt wurden, wo man nicht entlang laufen konnte und ich glaube, die Bäume sind jetzt beiseite geschafft. Die liegen jetzt am Waldwegrand. Von daher komme ich hier auch jetzt gleich wieder zurück nach Hause. Ich wollte nur mal gucken, wie es jetzt hier aussieht.
mache solche Touren ja auch öfters ohne Cam. Nur vielleicht kann ich mit diesem Video auch mal den einen oder anderen motivieren, doch mal bei dem Wetter auch rauszugehen. Und ich kann euch garantieren, ihr werdet das nicht bereuen. Auch wenn ihr zu Hause noch denkt, oh, was ein Dreckswetter oder so. Das ist kein Dreckswetter, das ist herrlich im Wald bei diesem Wetter. Es ist ganz leicht hier so ein Sprühregen, aber ich brauche den Poncho noch nicht anziehen. Meine Fließjacke, die hält relativ lang noch bei so einem schwachen Regen die Feuchtigkeit vom Körper weg. Und so lange bin ich jetzt auch nicht mehr hier. Denn ich gehe jetzt nach Hause. So, wie ihr seht, der Weg ist wieder frei hier. So, meine Lieben. Ich schätze mal so eine Dreiviertelstunde, vielleicht sogar eine Stunde war ich jetzt hier im Wald. Und wie gesagt, ich fühle mich noch nicht 100% fit. Der Kreislauf muss ja auch erstmal wieder richtig stabilisiert werden, wenn man jetzt so lange rumgelegen hat zu Hause. Also ich denke mal, das wird aber wieder. Ich darf es jetzt nur nicht übertreiben, denn so einen Rückfall, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Erfreut euch an der schönen Natur. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Volker von Abenteuer Hinterland. Macht's gut.